Blub blub Leute und willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4. Wir sind immer noch in der Familie Hall, wie auch immer die ausgesprochen wird. Und ich habe gerade alle Protectrons aktiviert, was so eine kluge Idee war. Aha, ein Flugblatt. Die Schätze von Jamaica Plain. Technik auf Sitzen, nur bewundern Sie die großartigen Schätze von Jamaica Plain. Diese unglaubliche Ausstellung ist nur eine Woche geöffnet. Dann werden die unbezahlbaren Ausstellungsstücke für alle Zeiten eingelagert. Erleben Sie das einzigartige Ereignis der ganzen Familie. Apropos, wir hatten letztes Mal noch was gefunden. Nein. Es war auch nicht unter Daten, ne? Wo war denn das noch? Ich vergesse das immer, Leute. Diverses wahrscheinlich. Aushilfe gesucht? Nein. Ich habe außerdem auch noch zwei Sachen gefunden, die waren aber auch nicht wirklich interessant. Das war nur ein bisschen Werbung und dann nochmal irgendwas anderes. In dem Bookstore, glaube ich, war das. Ich weiß nicht mehr, scheiße, ich weiß gerade nicht mehr, wie es hieß. Der Kassiererschlüssel haben wir eben noch gefunden. Wofür ich den noch brauche hier. Wir haben schon so viel Bullshit. So ein Scheiß. Sogar zwei Morocco von 7. Hm. Ich weiß nicht mehr, was es war. Oh Mann, oh. Scheiße. Ich guck gerade nur so drüber, um zu schauen. Kann ich die hier eigentlich irgendwie einsetzen? Hm. Das ist eine U-Bahn-Marke, ja toll. Mechanist Holobahn, Joss Holobahn. Nee, das war irgendeine Aufzeichnung, die wir eben gefunden hatten oder sowas. Im letzten Part. Oh, jetzt suche ich hier wieder mich dumm und dämlich. Ich gucke noch kurz drüber und dann ist halt egal, was soll's. Sorry, dann habe ich's verpeilt. Mir fällt nämlich gerade nicht mehr ein, was es war. Nee, keine Ahnung. Es war was Interessantes. Scheiße. Aufseher Türpasswort? Nee. Gedichtesammlung ist es auch nicht, nee. so viel Crap, dass das nicht ein bisschen besser geordnet ist, finde ich schade. Dass es zumindest hervorgehoben ist, was man noch nicht hat. Jezebels Interview. Immer diese Listen des Plünderers. Ich muss immer direkt nachgucken, Leute. Das ist echt blöd, sorry. Egal. Was soll's. Ist jetzt halt so. Ja, Rennstreckenwerbung. Genau so eine hatten wir nämlich. So eine war, habe ich da gefunden. Kaufhaus Fallon zusammen mit dem Jockey Club. Drei Weltklasse-Rennen. Preisgelder $54.000. Pff, ja. Ist jetzt eh nichts mehr wert, der Kram. Okay. Ich will, dass die zuerst feuern, in der Hoffnung, dass die dann auch, Danke, das nehmen wir. Was ist das? Dass die dann von den Protektoren attackiert werden und ich mich nur verteidige. Die will mich echt nicht sehen, wirklich. Ja, dann gucken wir uns doch noch ein bisschen um. Blöde Geräusche. Irgendwie nach Fallen. Oh, da liegt ein Bouquet, seht ihr es? Da bekommt der Begriff Touristenfalle so eine ganz neue Bedeutung. Da bist du. Ja, mach du nur Nick, ist cool. Ich guck mal, wo hier die Falle ist. Beziehungsweise. Ah, da. Granatenbouquet, ey. So kriegen wir nämlich gut Granaten. Und das war für gar nichts, wow. Das ist ja langweilig. Aber gut, für drei Granaten, ne, aber. Ach, Nick, warum ballerst du wieder mit der beschissenen Pistole rum? Läuft. Sehr guter Schaden mit der Waffe hier, I like it. Da draußen ist was. Der Rückstoß, ne? Und da hab ich schon so viel Rückstoßdämpfung und interessiert irgendwie nicht so wirklich dieses Gewehr. Was könnte sein, dass ich hiermit zumindest die Bonus-Schadenswerte bekomme? Die finden wir schon. Erwischt. Ja, willst du sterben? Stirb. Du hast echt Eier. Naja. Nein, haben die nicht, Nick. Das kennen wir doch schon von Fallout 3. Supermutanten haben keine Klöten mehr. Und auch sonst nichts, was sexuelle Fortpflanzung ermöglichen würde. Deswegen entführen sie doch Leute. Ja, da lehnt sich aber cool vor. Oh nein, aua. Der Typ hat eine automatische Waffe.
Oh nein. Ja gut, nicht mich. Seid ihr böse? Nein, seid ihr nicht. Ja, wahrscheinlich nur, weil er mich noch nicht ballern gesehen hat. Fehlalarm, Kampfbereitschaft einstellen. Findest du Fehlalarm? Was hat er denn abgeknallt? Fehlalarm! Ups. Okay, that's it. Und wir müssen da hoch. Dass die nicht wiederkommen. Können wir noch schnell was finden, was Schönes? Außer blutige Überreste von irgendwelchen Viechern. Ja, oh ja, Blutkäferrüssel, nett. Immerhin mal nicht nur Menschenteile da drin, das finde ich auch okay. Ist auch ein bisschen albern, dass die nur Menschen sammeln würden. Ich meine, so viele Menschen gibt es hier nicht mehr. Also, ich meine, gibt noch einige, dafür, dass hier eigentlich atomares Ödland und sowas wäre, aber, ich höre noch ein Protectron. Aber, die können ja nicht nur von Menschen leben, wie viele Mutanten wir hier rumlaufen. Kommen raus, und die Menschen müssen ja noch Zeit haben, sich fortzupflanzen. Sonst, ne? Ist bald halt schnell Ende. Klaue nehmen wir nochmal mit. Warum mit? Vielleicht können wir da draußen was Leckeres brauen. Eine Patrone ist mit. Okay, da oben. Nicht da draußen riechen können, kleine Schleichratte. Ja, die kleine Schleichratte schießt ja gleich in den Hintern. Die Glühbirnen sind cool, die sind grün, oder? Kein Blut vergießen. Scheint mir so. Oh, warte mal, hier. Hey, Freund. Na? Vom Teufel spricht. Ich hab extra gewartet, bis er sich hinsetzt, weil er dann lange braucht, um wieder aufzustehen. Gut gemacht. Nicht lang genug, leider, um mich nicht zu treffen, aber hey, cool. Plasma-Kartusche. Oh yeah. Oh, ich bin so gespannt, wenn wir endlich mal eine Plasma-Waffe finden. Wird voll toll. Ach, hier wäre der Dings hingefahren, der Aufzug wahrscheinlich. Ich nehme immer so Aufzüge nicht gerne, weil man dann alles zwischendrin verpasst. Also in der Realität mal ausgenommen, aber hier zumindest. Okay, sieht soweit ganz gut aus. Dann suchen wir nochmal einen leckeren Fleischsack. Mal schön reingreifen und gucken, was man rausziehen kann. Wir sind gleich fertig hier, Leute. Dauert nicht mehr lang. Hauptsache, es steht oben kein legendärer Mega-Ass, der irgendwie 5 Milliarden Schuss braucht. Ich meine, ich habe eine Menge hier mit. Also so viel dann auch nicht. Mein Jagdgewehr. Ich bringe gut Federn. Das mag ich. Also gutes Zeug halt, guten Kram. Oh, Nick, warum bist du denn schon da? Wie zum Beispiel Federn und anderen Krams, den man braucht, um so Mods zu basteln. Und finde ich gut. I like it. I like it. Ich wünsche nur, ich könnte Mods besser verkaufen, weil das ist echt tedious. Ja, Impro-Scheiße. Ich brauche keine Impro-Waffen. Ich brauche ordentliche Bewaffnung. Bleib mal Kickball. Ich brauche irgendwie noch Gummi anscheinend. Immerhin habe ich es noch in der Liste, dass ich haben möchte. Ja, es ist halt blöd. Es ist halt nur markiert, was man... Nichts gewesen. Wonach man gerade sucht und nicht irgendwie so, ja, das sind sehr seltene Teile oder sowas. Obwohl die eigentlich sowieso, oh ja, hervorstechen sollen. Den Stolperdraht habe ich gerade noch gesehen. Für was war der? Granaten? Weil die sind doch keine. Ich sehe nicht, wofür der Stolperdraht war. Vielleicht wäre da was durchs Fenster geschossen, hätte mir den Kopf weggerissen oder so. Nee, aber deswegen gehe ich gerade ein bisschen vorsichtiger voran, Leute. Oh, da liegt ein Magazin. Geräusch. Leben und Lieben. Du hast eine Ausgabe von Leben und Lieben gefunden. Begleite halten Dauer auf +10 Gesundheit. Das ist nett. So viel Wissen ging verloren, als die Bomben fielen. Schön, dass jemand versucht, das zurückzuholen. Rennt, Hunde. Geh mich einen Köter. Aua, 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 der Vollstrecker ist böse. Nick, fang du mal ein bisschen was von dem Schaden ab. Ich habe nicht so gute Defensive dabei. Ah, oh, ich bin fast tot. Au, au, au. Ah, Mann. Es ist so, als hätte ich keinerlei Schutz dagegen. Das stimmt doch gar nicht. Macht das so viel Schaden? Mehr AP ist cool. Das Eieromelett nehmen wir auch mal. Hier ist das wohl sicher. Fürs Erste. Ja, fürs Erste, Nick, ne? Mach schon mal bereit. Brauchen mehr Keramik. Das wissen wir wenigstens, wofür das sammeln, für die Roboter nämlich. Das
Putzmittel nehme ich auch gerne mit. Oh, da liegt da noch was. In den Ordner. Ich glaube, da liegt noch irgendwas, wo man was lesen könnte. Da kommt jemand. Das mag uns. Ach so, du bist ja noch da, Mensch. Der Hundi lebt ja noch. Ich dachte, der wäre tot. Ich hätte ich auch erwischt mit dem Dings. Oh, Kaliber 50. Nice. Gibt viel mehr Kaliber hier. Das haben sie aus New Vegas wohl. Wo ist der? Oh, Fusionskerne entfernt. Ups. Knapp. Aber das haben sie wohl aus New Vegas übernommen. Wo ist der denn? Unter uns wohl, ne? Aber da haben wir doch alles durchsucht, dachte ich. Okay. Optischer Antrieb. Ah, okay. Das ist so ein... Ah, cool. Das ist wie eine Maus eigentlich, ne? Cool. Nur besser. Heute kein Blut. Noch eine Kampfflinte. Und eine Kampfrüstung. Ja, nehmen wir mit. Komm. Schadet ja nix. Wollen wir den noch töten oder wollen wir einfach aufs Dach? Ja, komm, töten wir den noch. Das sind gute XP, die will ich mir nicht entgehen lassen. Außerdem ist die Waffe hier gerade ziemlich, ziemlich geil. Was ist das? Scharmützel auch. War ich hier noch nicht? Ja, ich doch schon. Aber er läuft hier rum. Ja. Was war das? Ach nee, lauf mich ins. Ich dein Fleisch fest, Mensch! Ach, ist ein bisschen lame, ne? Gute Nacht! Nein! Machen wir es lieber so. Ich mag das Kampfgewehr. Okay. Super, dann können wir jetzt aufs Dach gehen, Nick. Wie sieht's aus? Vielleicht von dort oben noch ein bisschen schnibbern. Ein bisschen was zerschnibbern. So, ich glaube, man kann die Power-Rüstung auch sowas dran machen, was alle in der Umgebung heilt. Wenn man außerhalb des Kampfes ist und vor allem sich selbst, was halt cool ist. Ölkanister, oh yeah. Das Dach sollte repariert werden. Mal gucken, wie es ausschaut. Das haben wir nämlich gelesen. Im letzten Part, glaube ich, noch. Ende letzten Partes. Falls ihr es nicht gesehen habt, schaut rein. Außerdem war da das schöne Gespräch mit Jezebel. Gott, die ist so ein dumme Troller, ne? Vielleicht sollten wir doch einen ordentlichen Roboterkörper basteln, aber ich weiß nicht. Das sind verschwendete Ressourcen, meines Erachtens nach. Ach nee, sie waren gerade dran, es umzubauen. Interessant, dass wir nicht viel... Marty Bullfinch? Wer bist du denn? Nein, mal mit. Wer ist denn bitte Marty Bullfinch? Oh. Ja, den Filzhut, den müssen wir mitnehmen. Das geht nicht anders. Just a dapper head. Außerdem hatten wir den auch im Fallout 3. Oder so etwas ähnliches zumindest. Oh, Löscher kann ich komplett mitnehmen? Das ist ja cool. Sollte ich vielleicht mal öfter tun. Werkzeuge. Ja, Superkleber. Darauf hatte ich gehofft. Ein Malpinsel. Ah, bringt sich ja auch was, oder? Hoffentlich. Aha. Ah, jetzt alles ziemlich zerstört. Schade, schade. Oh well, aber wir sind in der Power-Rüstung. Nick, das wird dir nicht gefallen, aber ich nehme die schnelle Variante nach unten. Wer ist denn dieser Marty Bullfinch, würde mich jetzt mal interessieren. Er hat einen richtigen Namen, das heißt, er muss ja schon irgendein steiler Hengst sein, ne? Ja. Also, sorry. Ich nehme die schnelle Route. Hui! Ah, das ist so cool. Das hätte ich von außen zeigen müssen. Naja. Wird sicher noch ein paar Mal passieren. So, da wir den jetzt haben, werde ich jetzt nochmal ganz schnell zurückreisen. Und alles ablegen, was wir jetzt gerade so nicht brauchen. Vielleicht nochmal reparieren, mal gucken. Und dann entscheiden wir uns, was wir weitermachen. Freedom Trail wäre offen, die Bruderschaft ist wieder offen. Was haben wir noch? Ja genau, die Hauptquest wäre noch mit ihm hier, mit Valentine. Dann Adas Quest ist offen. Ah, ich bin mir gar nicht so sicher, was ich am liebsten machen würde. Adas Quest würde mich auch interessieren, ne? Vor allem, weil das einfach nur so eine kleine Nebenquest ist und cool. Ich will auf jeden Fall nicht zu schnell ins Institut. Da will ich erst hin, nachdem ich... Hilf bei der Verteidigung von Außenposten. Okay, der Außenposten können wir heute noch verteidigen. Das ist cool. Ich will da erst hin, wenn... Ja, wenn... generell will ich da erst hin, wenn wir... ja, hallo? Wenn wir den Freedom Trail abgeschlossen haben. Ich mag die Bruderschaftsrüstung immer noch. Kann ich hier reparieren? Ja, ich könnte reparieren, aber das lassen wir erst nochmal. Die haben gar nicht viel Gesundheit, ne?
Ich werde die direkt aufrüsten, die zwei Arme noch. Das ist noch wichtig. So, damit ich mich aber ordentlich bewegen kann hier. Super. Dann Waffen. Weg damit. Ja, die bringen nur Stahl, das lohnt nicht. Aber die bringen es wegen Federn, wegen Holz, wegen Schrauben. Das kann man alles gebrauchen. Das Kampfgewehr sieht cool aus, aber Stahl, Schraube, Feder, jo. Das Revolutionärsschwert, das ist natürlich geil, ne? Das hat ja was. Und bringt nur Stahl, das lohnt nicht. Das werde ich nicht kaputt machen. Das Laserscharfschützengewehr, though, ja doch. Und, nee, das ist nicht unsere, das ist eine andere. Weg damit. Ja, das ist eine andere, ne? Finden wir schon. Ja, ist es, weil unsere ist umbenannt. Und das Lasergewehr kann auch weg. Genau, unser Dampfhammer. Wir haben aber noch kein Bajonett da dran. Ich hätte aber gern Bajonett da dran. Ja, zwei Kleber. Okay. Hat leider nicht für viel gereicht, unser Kleber. Ein bisschen schade ist. Ich frage mich warum, weil ich hatte eine ganze Menge Kleber eingesammelt. Mal gucken, ob wir noch was haben, um hier zumindest den Arm einen umzu... Ne, haben wir nicht. Schade. Wir brauchen einfach, ja, eine ganze Menge mehr Kleber. Können die Vault-Tec-Lackierung machen? Ich mag die Vault-Tec nicht, dann wäre ich eher für Militärlackierung, weil mehr Stärke. Also fände ich es cool, so Militär. Lustig. Ich mag die Vault-Tec nicht. Auch wenn die Charisma gibt, warum auch immer. Was noch wichtig ist, die Rüstung muss ich noch loswerden. Haben wir noch ein Rüstungsteil? Oh, Hundi, so süß. Schön, dass du deine neue Hundehütte eingeweiht hast und dass sie dir jetzt gefällt. Verwerten, Stahlstoff, Gummi, sehr gut. Dann können wir das hier auch verlassen. Warte, wir haben doch hier eine Laborwerkbank irgendwo gehabt, oder? Da. Die Laborstation will ich nämlich mal machen. Okay, ich könnte... Oh, Fall... Oh, das ist neu. Hier waren wir noch gar nicht drin. Feuerwerk. Wir können Granaten machen. Die Heilung, okay. Injektor-Munition. Wir haben noch keinen Injektor. Minen. Und wir können Kühlflüssigkeit basteln. Die wir auch nicht unbedingt brauchen. Bringt doch nur Öl und Stahl. Wow, toll. Dafür investieren wir so viel. Ich weiß nicht, wofür wir Kühlflüssigkeit brauchen. Vielleicht hier für irgendwas. Generell werden die wahrscheinlich mehr wert, ne? I don't know. Wie viel kostet Psycho? 50, Psychojet 70. Ist jetzt nicht wirklich mehr wert. Aber wir könnten ganz viel von dem Kram hier machen. Buff-Tats. Aus Dünger und Plastik machen wir Jet. Wow. Was sie sich alles reinpfeifen, ne? Asbest. Asbest für Mentats? Really? Ach nee, für Orange Mentats. Wow, ist ja ekelerregend. Jet und Psycho. Nö, es bringt's alles nicht. Die werden wir eh nur verkaufen. Granaten? Wir könnten Molotov-Cocktails machen. Ja, nicht viel, wir brauchen dafür Kleber. Das lohnt also überhaupt nicht. Oh, Plasmagranaten mit nuklearem Material. Wirklich. Nuklear. Das Wort heißt Nuklear. Da brauchen wir überall Kleber für, ne? Das ist, Kleber ist hier so die Mangelware schlechthin. Ach, wir brauchen Abrissexperte 1 für eine Baseballgranate. Aber die sind gut, die sind echt, echt gut. Nö, brauchen wir nicht. Erfrischende Getränke, entfernt alle Rats und halt alle Abhängigkeiten. Das kann natürlich mal gut sein. Davon machen wir nochmal eins. Roboter-Reparatursatz. Ja, können wir auch mal einen machen. Stimpaks. Oh, ja, Stimpaks. Dafür braucht ihr die Antiseptika. Okay, und noch ein Reparatursatz, weil wir es können. So, dann reicht das. Sehr gut. Hey, das ist cool. Ja, hier ist unser kleines, schönes Häuslein, das wir gebaut haben. Da geht wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen mehr und ein bisschen besserer Kram, aber was soll's. Gut, wir gehen nochmal woanders hin. Hallo, Decibel, ne? Ja, es ist nur Automatron, ne? Ach so, weil ich es nicht umbenannt habe. Das werden wir vielleicht noch tun, mal gucken. Ja, jetzt noch nicht. Wie viel habe ich? Okay, ich habe ein bisschen was an Platz. Nette Ausstattung. Und ich kann immer noch reparieren. Ja, aber seht ihr, Plastik und Aluminium brauchen wir jetzt auch noch. Das heißt, wir müssen jetzt gut sammeln für den Quatsch. Und Kupfer und Schaltkreise ohne Ende und sowas. Nee, da müssen wir das ja noch nicht reparieren. Die hier kosten nicht so viel. Halt viel Stahl, aber ich meine, wir haben 2000 Stahl oder so auf Lager. Das ist wurscht. Okay, wir haben alles so weit repariert. Der Rest muss noch nicht. Ich glaube, ich warte jetzt immer, bis es rot ist, weil das lohnt sonst überhaupt nicht. Wo wollen wir hin jetzt? Ich denke mal, wir machen einfach mal Adas Quest weiter. Auch wenn ich nicht weiß, wo Ada sich aufhält, ne? Aber gut, wir müssen sie finden. Quartiermeister, ja, sehr cool.
Das könnten wir auch noch machen. Nee, zur Burg müssen wir auch noch. Genau, stimmt. Der Vorhang fällt. Da habe ich keine Ahnung, was das ist. Wir müssen Virgil im leuchtenden Meer finden. Das ist wichtig. Aber wir wollen mit Ada reden. Genau. Wir wollen endlich den Mechanisten finden. Aber vielleicht machen wir danach den Freedom Trail und dann das leuchtende Meer. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht machen wir auch erst das leuchtende Meer. Ada. Ach, sie ist doch sogar hier. Oder auch nicht. Wo ist sie? Da hinten? Warum ist sie da? Oh, sie ist in Sanctuary. Warum ist sie nach Sanctuary geschickt? Die ich nochmal mitnehmen möchte, in sehr großer Bälde, die werde ich auch hier hinschicken. Oder soll ich alle nach Sanctuary schicken? Besser wäre es, wenn ich alle nach Sanctuary schicke. Ach, wir hatten... Ah, warte das mal. Genau, was wir jetzt noch machen wollen. Echt runterziehen, wenn man es zulässt. Diese ja, ist macht cool. Menschen zu Monstern. Ja, ist cool. Wir wollten noch Simonja oder so befreien. Oder helfen, die zu verteidigen. Die Schätze von Jamaica Plain. Ach, guck mal, lustig. Das ist sogar eine Quest geworden. Das ist ja lustig. Ja, wir haben ja noch ganz viel. Ich denke, bei dem nächsten Part werden wir zuerst den Kram hier machen, ganz schnell. Bleefliegendrüse. Die Gule, ne, ist mir egal. Das Holoband werden wir uns anhören. Und die Nuka-Cola werden wir geben. Dann werden wir zur Abschlussstelle gehen. Das machen wir, glaube ich, zuerst. Versuchen wir jetzt erstmal den Außenposten zu verteidigen. Und das machen wir noch mit Nick. Der, glaube ich, auch total ungeschützt ist. Aber hat 10 Leute dort. Hey. Mal gucken, was dort angreift. Wahrscheinlich irgendwelche Supermutanten oder so. Und ich habe dummerweise... Habe ich die Panzerung an? Ich glaube schon, ne? Das wäre gut. Wenn ich die nicht an hätte, wäre ich ein bisschen scheißig. Ich werde jetzt möglichst immer mit dem Ding rumlaufen, solange ich es kann. Weil es mir einfach unglaublich viel mehr Platz bietet, dass ich Zeug mitnehmen kann. Aua! Auch du natürlich, ne? Mechanistenarsch! Hoffentlich geht er nicht hoch gleich. Okay. Oh Gott, Panzerbot! Geh weg! Hau doch ab! Du Scheißvieh! Alter, wie es direkt abgeht, ey. Wir nehmen mal uns ein schönes Steak, dann können wir Energie widerstehen. Das ist super und ein bisschen schmutziges Wasser. Geh weg! Schnell weg da. Man darf nicht nah an den Typen dran stehen, das ist nicht sehr geil. Robohirntor sowie Mitchell Scanner ist cool. Soll meine Visage wirklich die letzte sein, die du siehst? Wow, bitte tötet nicht meine Siedler. Und noch ein Panzerbot, ey. Der Panzerbot wird sehr wehtun und nicht nur... Oh, der wird meinen Siedlern wehtun ohne Ende. Ja, nicht meine Siedler, bitte. Dankeschön. Nein, nein. Warum wie sehe ich Freunde an? Das wird hier alles zerstören, ne? Aber egal, komm. Bringt es nicht so wirklich und mein Crit geht auch nicht wirklich hoch. Meine Ambra-Mine! Oh, ich habe Ambra aber platt gemacht, ne? Scheiß drauf. Oh, ich bin fast tot. Weißt du was? Wir nehmen mal wieder ein paar Stimpacks. Und, ouch. Brahmin? Brahmin lebt. Yes! Brahmin lebt. Alter, das ist ja echt übel hier, was hier abgeht. Entschuldigung. Vielen Dank für deine Hilfe. Freut mich, dass ich helfen konnte. Dein Timing war perfekt. Wer weiß, was uns ohne dich hier zugestoßen wäre. Wahrscheinlich verliert man dann Siedler oder so. Wie schaut's aus? 8 Leute, 3 Betten. Ja, Leute, ich glaube, wir müssen hier gerade mal ein bisschen bauen. Strukturen. Lagerhaus. Oh, cool, man kann ein Lagerhaus bauen, Stall und sowas. Das ist ja geil. Hier ist echt eine ganze Menge dazugekommen. Aufzüge sogar, what? Und eine Kugelbahn, was auch immer das bringt. Aber hey, geil. Nee, ich wollte eigentlich... Ja, Möbel will ich haben. Ich will Betten haben. Das Dumme ist, wir haben ja nicht wirklich viel Raum. Und hier steht ein doofes Brahmin rum. Ja, der Schutz ist auch viel zu gering. Hier müssen wir auf jeden Fall ein bisschen mehr Schutz aufbauen. Hier habt ihr noch ein Bett. Da ist Scheiße. Du bist noch hier. Was zum... keine Ahnung. Wegen mir habt ihr hier auch noch ein Bett. Das ist cool.
Hier beim Feuer, da darf der Koch pennen. Ein Dach? Jawohl. Komm hier. Das Dach kommt ein Bett. Das steht nicht wirklich gut, aber ist mir wurscht. Trotzdem ja Bett. Ich weiß auch nicht, wie er da hinkommt. Ist mir auch egal. Der ballert hier schon wieder. Es ist vorbei. Irgendwelche Ödländer. Da unten geht's ab, oder was? Da draußen ist was. Ein Geschützturm von denen sogar. Wow. Leute, wieso lasst ihr euch Geschützturme von denen hier hinbasteln? Ich dachte, man könnte sich doch noch... Schau mal, wer wieder da ist. Das ist ja voll übel, ey. Wie einfach Geschützturme hingebaut werden von irgendwelchen Fraktionen. Raider anscheinend. Das ist ja scheiße. Hey, aber das ist gut, weil ich brauche da Teile von. Dann kann ich auch Geschütztürme hinbauen. Netzrelais, Spule und Sicherung und Patronen. Komisch, warum? Weil das ja auch als Ort zählt wahrscheinlich. Ich lasse mich nicht entdecken. Sprengstoffkiste. Nice, Leute, nice. Ja, ich glaube, im Off werde ich dann hier ein bisschen umbauen. Dann machen wir mal ganz die ganz generische Nebenquests. Aber die gehen ja relativ schnell. Sehr cool. Mehr Molotovs. Ein bisschen mehr Moon. 5 mm. Das schreit nach Gatling. Gatling. Warum lassen die sich hier sowas hinbauen? Kann ich das auch noch? Ah, kann ich nicht. Schade. Ist zu weit weg. Kann ich leider nichts mit unternehmen. Na gut. Ja, dann bauen wir hier noch ein bisschen. Wenn ihr schon nicht mehr zuschauen möchtet, dann dürft ihr auch abschalten, falls ihr das möchtet. Ich werde jetzt noch hier ein bisschen bauen. Mal ausnahmsweise. Und vor allem werden wir ja erstmal ein paar Betten. Das ist wichtig. Ich könnte auch mal die Power-Rüstung ausziehen, damit ich mich ein bisschen schneller bewegen kann hier. Aber nee, dann kann ich wieder nicht laufen. Das ist alles blöd. Wir haben ja echt wenig Betten, ne? Okay, wir werden dort noch ein paar Betten hinstellen, Leute. Und dann werde ich da jetzt gerade einen Übergang hinbauen. Strukturen, Holz, Böden. Ne, ich brauche keinen Boden. Ich brauche eine Treppe. Nee. Es gibt keinen einfachen Boden, den ich machen kann? Ich meine, eine Hüttenbrücke könnte ich hier hinsetzen, aber die Frage ist... Ah, toll. Bringt's das so sehr und da fällt alles bei mir wieder runter. Cool, sehr cool. Ich weiß noch, war das so, oder? Wenn man das Ding einfach hier hin... Einfach so. Machen wir mal hier noch eine hin. Aber leicht höher. Ich kann sie leider nicht in anderer Form drehen. Ich kann sie nur so drehen, meine ich. So, dann kommt ihr da wenigstens hin, hoffe ich. Und vielleicht können wir noch ein Dach machen. Dächer. Dann schlaft ihr halt auf dem Dach, ist mir auch wurscht. Hauptsache ihr habt schlaft, oder? Ihr habt eine Möglichkeit. Das reicht ja wohl. Jetzt können wir auch gleich mal gucken, ob wir da hinkommen. Also ich komme da hin, das heißt ihr müsstet auch da hinkommen. Könnt ihr ja die ihr nicht so mögt, einfach da hinsetzen. Ans Dach. Snap mal ein bisschen, ja genau. Außerdem haben wir dann mehr überdacht. Das ist auch toll. Na? Oh, ihr seht, was das für eine Qual ist hier teilweise, ne, mit diesem System. In einem FPS-Shooter-mäßigen RPG-Gedönse sowas hier zu haben, oh Mann. Ist schon irgendwie ein bisschen Zumutung. Hey, das ginge. Ah, schön. Und dann setzen wir noch ein paar Betten hier hin. Ich könnte noch so nett sein und denen noch ein Dach basteln, aber... Könnte ich, aber werde ich wohl nicht. Hauptsache ihr habt Betten, könnt ihr glücklich sein. Aber andere Leute haben sowas nicht hier in dem Ödland. So, wir haben 10 Betten, das reicht. Nein. Ich will nämlich einfach Schutz. Geschütztürme. Wir haben genug. Ihr werdet hier ganz gerne angegriffen. Das heißt, wir machen hier 2 hin. Und dann machen wir hier hinten auch noch einen hin.
Ja, obwohl nehmen wir aber auch zwei hin besser. Sieht auch nur einer sehr leicht angreifbaren Stelle aus. Ich will nur keine Generatoren bauen müssen hier. Wir haben hier einen noch für den Funkleitstrahl, den ich außerdem mal ausstellen kann. So, weil viel mehr sollen hier erstmal nicht sein. 10 Stück reichen ja wohl, oder 8 Stück reichen ja wohl erstmal. Und stattdessen bauen wir oben aufs Dach noch einen schnellen Geschützturm hin. Ja, ich will nicht mich von außen sehen, ich will da oben einen Geschützturm hinstellen. So, dann können wir nämlich einfach hier irgendwo einen Geschützturm, hier hinten, stellen wir einen Geschützturm auf. Oder ist auch noch ein Bett. Und da liegt ein Kampfgewehr. Okay, warum liegt da ein Kampfgewehr? Und da liegt auch noch ein Raider. Hey, das Kampfgewehr könnt ihr noch verwenden, Freunde, das wisst ihr. Geschützturm, ordentlichen Geschützturm. Und den stellen wir einfach... Das ist so einfach gesagt. Ne? Stellen wir da oben hin. So. Ich hätte da oben jetzt auch noch einen hingestellt, for good measure. Aber ist mir runtergefallen, sorry. So, ihr habt genug Schutz. Viel Spaß bei eurer Qual hier. So, wir machen hier den Part. Wir machen hier den Part. Ja, wir beenden hier den Part, wollte ich sagen. Und sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder, wenn wir das Let's Play Fallout 4, wenn wir so ein paar kleinere Quests machen und dann vielleicht direkt schon in eine größere wieder reinschreiten, die von Ada. Mal gucken, wie gut wir da durchkommen. Ich hoffe, ihr seid dann beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir das Let's Play Fallout 4. Bis dann, Leute. Tschüss.